Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen super unheimlichen Folge Little Nightmares 2 auf der PlayStation 5. Wir machen jetzt hier weiter in dieser dunklen Bibliothek und wir sind hier nicht allein, denn die böse Lehrerin mit ihrem Giraffenhals ist auch hier. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Ja, und wir müssen auf jeden Fall aufpassen vor ihr. Oh nein. Oh nein. Oh, oh. Wow. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Lauf. Mono! Boah, Hilfe! Ja, die Folge beginnt ja schon mal gut. Hilfe! Aufpassen ist wieder angesagt. Ja, und wenn ein Buch oder so hier runterfällt, kommt sie auf jeden Fall. Also hier muss man wirklich richtig aufpassen. So, wir müssen hier irgendwie herumklettern. Und das Ganze so, wie es aussieht. So, Mono, vorsichtig. Oder halt, Moment mal, können wir ganz hoch? Ich muss erst mal schauen, wie wir jetzt hier ungefähr lang klettern. Ja, so ist es perfekt. Oh, da drüben steht sie. Da sehe ich sie. Ganz leicht und ihre wunderschönen Haare. Oh, oh. Das war wieder extrem auffällig. Schnell, hier runter. Ja, verschwinde. Oh, da kommt sie. Da kommt sie mit ihrem kleinen Gesicht. Nein. Nein. Ah, 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 ah. Guck weg. Guck weg. So ist es gut. So ist es gut. Ah, da hinten. Sie dehnt ihren Kopf wieder. Ich glaube, das sollte sie nicht so machen. Denn sie könnte sich dann auch verrenken. Ja, und ich glaube, wir können dort noch nicht drüber springen. Wir sollten noch warten. Okay. Jetzt können wir rüberspringen. Aber was, wenn ich jetzt so drüber springe und dann diese Bücher dort umfallen? Da drüben ist ja auch so ein Bücherstapel. Deswegen. Okay. Hat gut funktioniert. Und wir müssen auf jeden Fall auch Six wiederfinden. Wir sind ja aktuell auch hier alleine unterwegs. So, können wir eigentlich jetzt hier hintergehen? Mal sehen. Nein. Da geht es nicht weiter. Gut. Ich schaue mich mal ganz kurz hier um. Durch die Tür bestimmt nicht, wo die lang gegangen ist. Ich denke, wir müssen eher irgendwo hier nach oben. Na, mal sehen, kleiner Mono. Wo uns die Reise jetzt hier hinführt. Halt. Ich glaube, wir gehen doch durch die Tür durch. Diesen Karton hier mit den ganzen Büchern zu der Türklinke hinschieben und dann dort ran. Ja, das ist unser Weg. So, das sollte so passen. Hoch da. Ja, jawohl. Wir sind durchgekommen. Ja, und wir müssen jetzt hier entlang, wo auch die Lehrerin ist. Aber wo ist sie hingegangen? Ich bin mir sicher, wir werden sie gleich wiedersehen. Hier geht es nach oben. Ich denke mal, da müssen wir bestimmt auch hoch. Ja, hier hinten ist eine Tür. Da benötigen wir einen Schlüssel. Und lass mich raten, diesen Schlüssel gibt es nur hier oben. Ah, ganz schön unheimlich hier gerade schon wieder das Ganze. Halt, Moment, was haben sie denn hier? Das vielleicht irgendwie stapeln? Ja, ganz bestimmt stapeln. So. Perfekt. Hey, da hinten. Wie eine Art Schachspiel ist dort, aber bei dem einen Schachfigürlein. So ein komisches Gesicht raus, wie von diesen Porzellankindern. Hm, wir gehen dort gleich hin. Ich möchte davor ganz gerne aber nochmal auf die andere Seite hier oben gehen. Vielleicht ist dort ja auch nochmal was. Vielleicht ein Hut für uns oder so. Da schauen wir mal nach. Hier ist auf jeden Fall auch Glas, was man hier zum Beispiel runterstoßen könnte. Wow, Hilfe. Hm, vielleicht ist das Glas hier, um später noch vielleicht die Lehrerin hier irgendwie ein bisschen abzulenken oder so, wer weiß. Okay, aber dort auf der Seite geht es auf jeden Fall nicht weiter. Wir haben nur diesen einen Weg hier. Und ich habe das Gefühl, dass gleich diese eine Figur dort zum Leben erweckt oder uns gleich anspringt oder so. Die hier vorne rumsteht. Hey, was ist das für Musik? Moment, wir gehen mal hier vor. Oh, bitte werde jetzt nicht lebendig oder so.
Wir gehen mal kurz daran. Kann man hier irgendwas verschieben? Denn ich habe eine kleine Vermutung, falls ja. Nein, man kann hier nichts verschieben. Okay. Ich hätte mir jetzt ganz gut vorstellen können, dass man hier vielleicht ein Rätsel hat, wo man hier irgendwie was mit diesem Schachbrett machen muss. Ich kenne einige andere Spiele. Da hatte man schon mal sowas. Und hier ist wieder dieses mysteriöse Auge, was wir immer wieder an manchen Stellen sehen. Moment, hier kann man sich ranhängen. Na, was ist hier dahinter? Okay. Etwas mit diesem Schachbrett hat das Ganze hier zu tun. Moment mal. Kann ich das doch schieben? Nein. Aber irgendwas. Moment. Dieses schwarze Schachfigur-Ding, das ist das, wo der eine drin hängt. Ja? Moment. Dann ist das eine. Das müsste doch eigentlich ein bisschen mehr in die Richtung dort. Die andere, oder nicht? Aber ich kann es nicht schieben. Ich kann eigentlich hier nichts ändern. Aber ich glaube, wir müssen dieses Ding, was dort oben ist, draufstecken auf das. Moment mal. Ich habe eine Vermutung. Hier hinten. Einmal hier hin. Komm mit. So. Jetzt gucken wir nochmal dort drauf. Einmal ganz kurz ablegen. Das passt aber nicht ganz so vom Abstand her miteinander zusammen. Nach diesem Ding hier kommt hier eins und dann hier. Die Figur müsste eigentlich hier hin, wenn ich richtig liege. Aber ich kann die nicht bewegen. Nun gut, ich tue jetzt einfach mal mich auf mein Gefühl verlassen. Das einmal dort drauf stecken. So, perfekt. Dort hinten rechts ist auch noch mal eins. Ich verlasse mich jetzt einfach auf mein Gefühl mal hier. Kann ich das Ding bewegen? Nein, das funktioniert nicht. Kann ich das bewegen? Funktioniert auch nicht. Gut. Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt irgendwie dort hinten nach oben kommen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie das funktioniert. Wir gehen hier drauf, springen dann dort hoch und holen das Ding dort oben runter. Jawohl. Hat geklappt. Aua. Es hat leicht gezogen im Bein. Jetzt kommt dieses Ding hier drauf. Blopp. Perfekt. Und dort hinten kommt nun auch nochmal ein was drauf. Glaube ich. Moment. Das hinterste Ding, was wir dort haben, das ist eine Art Block einfach nur. Wie so eine Art Kiste oder so. Halt, hier haben wir ja noch was. Moment. Okay. Ich sehe schon, was der große Fehler ist. Das Ding, was ich jetzt gerade hier in meiner Hand habe, das gehört hier oben drauf und das muss dort hinter. So, komm mit. Das einmal hier drauf. Blopp. Und das hier drauf. Blopp. Okay. Jetzt ist das Licht angegangen und irgendwas dort hinten. Ist dort auch jetzt gerade geschehen? Hier mit diesem Regal. Ich glaube, da ist was dahinter. Aber ich kann es jetzt nicht unbedingt schieben. Aber das Licht ist angegangen. Ich muss mal was probieren. Nochmal draufsetzen, nochmal neu. So. Ja, dort hinten hat sich etwas wie aufgeschlossen. Bei dieser Tür, bei diesem Regal und so. Danach hat es sich ganz stark angehört. Gut, kann man hier vielleicht noch was machen mit dem Bild oder so? Nein. Nein. Aber ich habe da hinten noch eine andere Vermutung. Hier oben ist ja auch immer noch dieses eine Glas. Nein, ich wollte das eigentlich jetzt nicht runtersetzen. Ich wollte hier hochklettern. Ja, so ist es gut. Dann hier hoch. So. Jawohl. Okay. Ich habe mir es zwar etwas anders vorgestellt, aber es hat auch so funktioniert. Sehr gut. Und wir haben jetzt den Schlüssel hier. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe, glaube ich, irgendetwas leise rumlaufen gerade hier gehört.
Bin mir auch nicht ganz sicher. Oh oh. Oh oh, ich glaube irgendwie hier wird jetzt noch mal was kommen. Bevor wir es schaffen zu der Tür. Oder? Nein, okay. Wir rennen ganz fix zur Tür los. Ganz schön unheimlich hier gerade das Ganze. Schlüssel rein ins Loch und durch da. Hey, was ist denn dort? Oh, da höre ich laute Geräusche gerade. Sehr laute Geräusche. Und eines steht fest, wir müssen auch in die Richtung, wo diese Geräusche herkommen. Ja, da oben. Wir müssen dort durch das Loch durch. Gut, wir schieben das da drüber. Und dann können wir dort hochklettern. Und was geht denn dort ab? Sind das vielleicht diese Kinder wieder? Und die Lehrerin ist dort? Ich weiß es nicht. Halt, Moment mal. Hier sehen wir überall Teller und sowas auf diesen Wagen. Wir sind hier in der Küche von denen angekommen. Ja, wir sind in denen in ihrer Küche drin. Und da hinten ist so ein Porzellankind. Ja, und die hau ich jetzt das Ding auf den Kopf. Schnell. Nein! Oh! Alter! Da hat er mich fertig gemacht. Okay. Wir müssen es irgendwie etwas anders angehen dort drüben. Oh, ich sehe gerade sogar dort hinten ist nochmal ein Kind. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen. So, perfekt, das eine ist weg. Komm du her. Nein. Ah, ich glaube, das wird eine etwas schwierigere Stelle jetzt hier. Wir müssen halt da wirklich mit dem richtigen Timing die alle treffen. Das ist halt nur das Schwierige. Ich finde, das ist ein bisschen ungenauer an manchen Stellen. Finde ich. So, drauf auf den einen. Jetzt warten, bis der andere näher kommt. Auf den drauf. Warten, bis der näher kommt. Drauf. Perfekt. Warten wieder. Und drauf. Perfekt. Ach, perfekt. Hilfe. Schnell zusehen, dass wir hier weiterkommen. Ganz schön viele sind das hier. Ganz schön viele. Und die randalieren ja richtig hier. Die randalieren richtig. Die in der Küche. Ich gehöre zu euch. Ich tue euch nichts. Ihr tut mir nichts. Verstanden? Oh oh. Schnell weiter. Ach du Schreck. Wie viele gibt es denn von denen hier? Die ganze Schule ist hier voll. Mit denen. Ich hoffe, die Lehrerin kreuzt es hier nicht auf. Ich könnte mir vorstellen, die entdeckt uns vielleicht, also dass wir keines von den Kindern hier sind. Oh oh. Der Hut ist kaputt gegangen. Ah, wir haben es hier durchgeschafft, immerhin. Und hier oben ist eine Art Schalter. Mit dem wird man dann wohl die Tür hier öffnen können. Wie sie aussieht. Moment. Wir gehen erstmal hier hoch. Komm. So ist es gut. Ah, und da oben sehe ich doch schon was. Da müssen wir einmal hin. Und wow, da oben. Da ist ja ein Gehirn drin. In dem Glas und auch hier so in den anderen Gläsern. Also überall unterschiedliche Dinge. An dem einen Glas sieht zum Beispiel sowas aus wie ein Fuß und so. Okay, was geht denn jetzt hier ab? War das die Lehrerin? Oder ist das vielleicht einfach nur eine Art Labor? Biologielabor oder irgendwie sowas in so eine Richtung? Wer weiß. Hm, und ich glaube, wir müssen da drüber springen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Los! Oh! Jawohl. Hat funktioniert. So. Nur so ganz was gebracht hat es jetzt leider nicht. Wir müssen irgendwie was jetzt hier machen mit dieser Schnur. Oh oh. Oh no. Ich habe einen Plan. Vielleicht öfter da dagegen springen oder so. Wer weiß.
Dann macht es hier vielleicht irgendwie was locker oder so, wer weiß. Nochmal. Nein, es bewegt sich hier wirklich gar nichts. So. Oh. Perfekt. So. Das Glas oder so, aber jetzt bestimmt auch nicht hier runterschmeißen. Das wage ich eigentlich auch zu bezweifeln. So. Schmeißen das aber einfach mal runter. Zack. Auch noch kaputt gegangen. Jetzt nochmal hier rüber. Oh, Hilfe. So, und da unten ist ja jetzt dieses Zeug. Halt, Moment, Moment, Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir müssen nochmal ganz kurz drunter. So, perfekt. Jetzt ist hier dieses Gehirn und so. Und da dann vielleicht draufsteigen. Das Glas hier. Dann kombinieren mit diesem Gehirn und da dann irgendwie so hochkommen. An diesen Schalter. Das glaube ich. Nein, das Gehirn ist weggeflutscht. So war das nun auch nicht geplant. Ich wollte das eigentlich schon draufsetzen. So, wir stellen das nochmal hier ab. Nein, nicht umfallen, mein liebes Glas. Bleib stehen. Nein, was? Das zerbricht ja. Halt, Moment, das doch dagegen werfen gegen den Schalter. Ah, okay. Geschafft. Sehr gut. Oh nein, die Lehrerin. Da ist sie wieder. Da ist die gute Stute wieder. Was hat sie dort? Frösche, Kröten, ja. Okay. Wir müssen an ihr vorbei. So viel steht fest. Was, wir gehen hier runter, unter den Tisch. Was holt sie da raus? Sie bearbeitet das Ganze dort wieder. Jetzt hat sie ein kleines Messer an der Hand. Boah, die sieht richtig verrückt aus, wenn ich mir die jetzt so ansehe hier. Okay, sie geht weiter. Und ich denke, wir müssen auch dort durch. Los, wir gehen zu der Tür, bevor die ganz zugeht. Komm, drück die Tür auf, Mono. Komm, drück auf. Nein, ich glaube, ich komme da nicht durch, oder? Doch, ich komme da durch. Drücken, drücken, drücken. Komm schon. Da drüben geht es auf jeden Fall weiter. So viel ist sicher. So viel ist sicher. Ich höre da gerade auch irgendetwas atmen oder so. Ich weiß nicht. Ist es die Frau? Ja, das ist sie. Oh. Oh, die Tür geht langsam wieder zu. Aufpassen. Schön aufpassen hier. Hier oben sind auch einige Gläser. Vielleicht irgendwie eins runterschmeißen wo, damit man die irgendwie ablenkt oder so. Obwohl. Nein, hier hochklettern einfach. Nein, wir kommen da nicht hoch. Na super. Ich glaube, wir müssen irgendwie so ein Glas runterschmeißen. Und dann irgendwas nehmen, damit man dort wieder höher kommt. Dort durch müssen wir aber auf jeden Fall. Oder vielleicht einfach auf diesen Tisch dort gelangen. Ja, und dann dort rüber mit Anlauf springen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Gut, wir gehen hier nochmal zurück ein Stück. Ja, dort hinten. Dort kommt man hoch. Und wir müssen dann jetzt hier anscheinend über den Tisch drüber. Ach du Schreck, ach du Schreck. Guckt die auch mal in eine andere Richtung zufällig? Ja, jetzt. Schnell vorbei, 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 vorbei. Lauf, 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 lauf. Gut, und dort müssen wir dann gleich springen. Spring! Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, da guckt sie zu uns. Mit diesem komischen Blick. Ja, arbeiten Sie nur weiter, liebe Lehrerin. Arbeiten Sie nur weiter. Ich würde sagen, wir warten, bis sie wieder zur Tafel geht. Dort ungefähr so hin. Danach springen wir erst hier drüben. Nein, sie kommt jetzt wohl hierher oder was? Nein, sie geht da drüben hin. Okay, Anlauf nehmen und springen.
und den Dolch. Perfekt. Jetzt laufen wir geduckt weiter. Und klettern hier hoch. Wie komme ich denn dort hoch? Ich komme nicht hoch. Doch, jetzt. Okay. Los. Drück dich hoch, Mono. Hallo. Warum komme ich denn da nicht hoch? Mono. Ja, jetzt. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Das hat zu lange gedauert. Wirklich zu lang. Nein. Boah, Hilfe. Jetzt dachte ich gerade, wir sind draufgegangen. Puh. Gut, wir haben es weiter geschafft. Ja, aber hier kommen jetzt wieder unsere guten alten Porzellankinder. Moment, ich habe einen Plan. Ah, okay. So wie wir es jetzt eben gemacht haben, müssen wir es nochmal machen. Einer ist weg. Zwei sind weg. Okay. Ist hier noch einer? Ja, die Frage stellt sich auch, ist hier noch eine Falle? Die Frage stellt sich ja auch. Oh. Wir nehmen lieber den Hammer mit. Wir nehmen ihn mit. Da ist noch mal einer. Nein, er hat mich erwischt. Das ist super. Jetzt müssen wir das bestimmt noch mal ganz wiederholen. Nein, müssen wir nicht. Gut, dann ist das wenigstens diesmal ein guter Checkpoint. So, einer kommt vor uns, einer kommt hinter uns. Einer weg. Und zwei weg. Perfekt. Hat gut funktioniert. Da hinten, da wartet einer. Du, Hilfe. Nein. Ah, da habe ich zu zeitig losgeschlagen. Ich war mir gerade sehr unsicher. Wir zuschlagen dort an der Stelle, aber wir sind etwas weiter gekommen als wie beim ersten Versuch. So, nochmal. Perfekt. Jetzt du. So. Halt, Moment. Ich glaube, ich könnte seinen Helm wieder aufsetzen, oder? Ah, nein. Klappt diesmal nicht hier. Diesmal klappt das hier nicht. So, jetzt kommt der eine hier gleich aus einem Schrank raus. Perfekt. Nein. Jetzt hat das Zuschlagen zu lang gedauert. Jetzt hat das Zuschlagen zu lang gedauert. Ja, also das Kämpfen, ich muss ganz klar sagen, es macht schon ab und zu Laune, aber an sich ist es auch etwas, ja, ich will es nicht sagen unpräzise, aber es kommt halt einfach nur aufs Timing an. Aber es ist etwas nervig. Vor allem muss ich sagen, die Musik dabei im Hintergrund gerade hier. Das ist aber nur mein Empfinden. Ich mag das nämlich gerade echt nicht so ganz gerne hier, diese Szenen, wo wir mit einem Hammer oder so kämpfen müssen. Das sind wirklich nicht so meine Lieblingsstellen. Am meisten mag ich es eigentlich so abzuhauen für irgendwie etwas oder so ein paar kleinere Mini-Rätsel zu lösen und so. Also grundsätzlich muss ich so sagen, das Kämpfen hätte ich jetzt nicht unbedingt benötigt hier im zweiten Teil. Nicht unbedingt. Ja, aber nun gut, meine Meinung kann sich noch zu allem ändern. Unsere Reise ist ja auch noch nicht zu Ende. Also dementsprechend kann sich da noch einiges ändern, meiner Meinung dazu. Unsere Reise geht ja bestimmt noch eine Weile. Wir sind ja auch erst in Folge 3. So, und jetzt schaffen wir es hier durch. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt durchschaffen dort. So, Hammer jetzt in die Hand. Und jetzt volle Konzentration und schön draufhauen mit dem Hammer. Kommt näher, meine Kleinen. Ich habe den Hammer für euch. Perfekt. Einer weg. Jetzt du. Zwei weg. Okay, immer schön weiter hier. Los. Oh, oh. Kommt bestimmt gleich noch mal einer aus dem Schrank, oder? Wo, Hilfe? Aufpassen. Sehr gut. Und weiter.
Oh, da vorne. Da sind noch mehr. Das ist super. Und da oben hängt Six. Six, ich rette dich. Versprochen. Mono ist hier, um dich zu retten. Mono ist hier, um dich zu retten. So, komm her. Du Bösewicht. Komm her. Dich mache ich fertig. Dich mache ich sowas von fertig. Ja, komm nur her. Nein. Ah, der springt von etwas weiter weg diesmal hier. Das fällt mir auf. Los, komm her, du Bösewicht. Und lass Six in Ruhe. Jawohl. Six. Ich helfe dir, Kleine. Moment, wir müssen das Seil irgendwie durchkriegen. Vielleicht können wir das Brett, woran das Seil befestigt ist, mit dem Hammer zerstören. Mal sehen. Jawohl, es funktioniert. Oh nein, die arme Six. Steh auf, Kleine. Six? Okay. Ihr geht's noch halbwegs gut, wie es aussieht. Wir schaffen es gemeinsam. Wir werden dieses Abenteuer überstehen. Komm. Komm, gib mir deine Hand. Perfekt. Los, wir müssen weiter. Wir müssen hier durch dieses Fenster hindurch. Komm, hilf mir da mal bitte. Ja. Vielen Dank. Und hier durch. Sehr schön auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder mit ihr vereint sind. Und so kann man dann, finde ich, auch die Folge jetzt hier beenden. Gut. Leute, lasst gerne an dieser Stelle jetzt einen Daumen nach oben da. Schreibt auch, wenn ihr wollt, gerne einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.